Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, es geht weiter. Ja, ich sehe gerade, wir haben Nacht. Wir gehen mal schlafen. Also ein blöder Start in der Nacht. Aber soll uns ja nicht weiterhin stören. So, in dieser Folge testen wir nochmal die Query. Ich habe den Fehler behoben, woran es lag. Mal darüber. Zwar lag es an folgenden. Ich habe hier schon ein bisschen getestet, die Query. Zwar lag es hier an diesem Chunkloader-Block hier, an diesem Word-Anchor. Die Items gingen immer in diesen Word-Anchor rein, wobei der hier kein Inventar hat, weil ich das deaktiviert habe mit den Enderpearl. Ich habe hier extra schon, ja, wie sagt man dazu, so abgetrennt, damit die Items nicht zu weite Wege haben, weil das hatte ich auch mal, wenn die Wege zu weit waren, wussten die Items nicht mehr wohin. Daran lag es nicht, es lag an diesem Word-Anchor. Der hat direkt an den Pipes connected und deswegen sind die ganzen Mining-Wells hier reingegangen. Das war das Problem. Jetzt habe ich das Problem beseitigt und wir können ja mal testen. Runtergefallen. Ich habe hier ein Wireless Transmitter gecraftet. Kann ich jetzt kein Rezept zeigen? Warten. Bla 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 bla. Hier ist er. Also Remote Order meine ich nicht Transmitter. Da geht ganz einfach. Ein Button und so ein Wireless Transceiver oder wie man das Teil auch immer halt nennt. Damit kann ich jetzt die Query ein- und ausschalten. Ich schalte sie einfach mal ein. Einfach Rechtsklick, geht sie ein. Ich bin gleich die ganze Mining-Welt platziert. Hoffe ich halt. Zack. Ah, Menno. Und jetzt werden sie gleich Energie bekommen, sofern der verschoben hat. Ja, hat er. Kommen sie Energie. Gehen Sie runter bis zum Bedrock. Na komm jetzt. Kann man ja mit runterfliegen, ihr seht, die geht ziemlich schnell nach unten. Ui, jetzt sind wir im Wasser. So, da haben wir Diamanten auch schon dabei. Zack. Dann wartet er ein bisschen und dann baut er die ab und fährt ein Stück nach vor. Wir deaktivieren die jetzt, weil ich will die nicht die ganze Zeit hier arbeiten lassen. Denn wir werden die Rohstoffe noch irgendwo separat lagern. Deswegen. So, jetzt hat er sie abgebaut. Da hochgefahren. Jetzt verschiebt er dann um eins nach vor nochmal. Zack. Auch erledigt, genau. Und jetzt wieder anfangen platzieren, runter und so weiter. Also eine schöne, ja, unter Anführungszeichen Frame Query haben wir uns hier gebaut. Die wir aber jetzt momentan noch nicht nützen, weil wir werden noch schauen, dass wir unsere Items woanders unterbringen. Momentan geht ja alles in unser hier und unser Blight-Logistics-System. Was ich nicht unbedingt will, das System werden wir jetzt dann mal aussortieren, dass hier die ganzen Erze, zum Beispiel dieses Baumix braucht kein Mensch. Dass hier wirklich nur Sachen drin sind, mit denen wir arbeiten. Die ganzen Nether-Ores und sowas brauchen wir hier alles nicht. Silikon brauchen wir ja auch alles nicht. Für was braucht man das eigentlich? Für was braucht man Silikon? Ingot Silikon. Traumhaft, ne? Braucht man unbedingt. Da das ist, ich glaube, für Powercraft. Genau, für diese Chips. Ja, das funktioniert eh nicht. Also das kann man dann gleich in den Recycler werfen. Gut, dann habe ich auch noch einen neuen Mod installiert. Da werden wir dann auch in den kommenden Folgen mal dazukommen. Die kommen ja vorhin nochmal dazukommen. Genau, der Wireless-Transmitter macht nichts anderes, als er schaltet hier um. Die ID 499 schalten wir das um. Somit bekommt der Computer auf der linken Seite ein Signal und schaltet an. Und hier vorne kriegt er von der linken Seite das Signal durch den Schalter. Das macht er, mehr macht er nicht. Das heißt, wir werden uns noch ein Applied Logistics System bauen. Wobei ich noch am überlegen bin, ob das wirklich Applied Logistics sein soll oder ob wir hier auf eine andere Methode zurückgreifen. Weil Applied Logistics kann ja eigentlich jeder. Ist ja ganz einfach, drei Blöcke aufgestellt, ein paar, ja, wie nennt man die, Importbusse, Exportbusse und schon funktioniert alles. Da finde ich etwas langweilig, deswegen bin ich auf irgendwelche Alternative. Was haben wir denn so an Chest drauf? Chest. Da haben wir ja jede Menge. Bla 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 bla. Iron Chest, da können wir Obsidian Chest machen. Was Hungary Chest? Nee, die brauchen wir nicht.
Nee, auch nicht. Ich denke mal so mit Obsidian Chest. Also ein Diamant Chest. Gold Chest, ne? Silber Chest, nie Gold. Gold, links, rechts, Diamanten. Sollten wir ein System haben, genau. Bauen wir uns mal 10 Stück. Hoffentlich geht es auf dem Gold aus. Ja, geht sie aus. Oder haben wir Diamant Chest auch da? Haben wir, ich glaube nicht, oder zum Craften? Ne. Okay, dann war links, rechts Diamant und das rechts war Glas. Soviel ich mich erinnern kann. Genau. Dann machen wir hier eine weniger. 9, weil hier haben wir eh 10, dann passt das. Dann haben wir eine goldene noch. Sollte genügen. Gut, jetzt müssen wir nur einen kleinen Raum finden, wo wir das unterbringen. Hier ist ziemlich voll schon alles. Hier hinten haben wir keinen Platz mehr drin, das heißt, wir müssen das noch wo unterbringen und ich habe schon eine Idee. Ne, das wäre zu weit weg. Zu weit weg von hier will ich es gar nicht machen. Haben wir hier vielleicht irgendwo? Ja, da hinten hätten wir. Genau. Wenn wir ganz anders, wir bauen das hier einfach beinhart hier in den Berg rein. So ein Berglager. Sag mal, Platz schaffen hier. Es geht ja ratzfatz hier. So. Einfach mal grob aushöhlen, damit wir hier mal Platz haben. Das Rest mache ich dann offline schön. Wenn wir den Berg ein bisschen brutal aushöhlen, so wie man es halt kennt. Na, Vollgas einfach. La 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 la. Oh, und leer. Na, 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 na. Jetzt müssen wir einen Block zerstören, dann ist er wieder aufgeladen. Zack. Okay, viel hat das Slapback auch nicht gebracht, aber immerhin etwas. Hier vorne müssen wir auch weg, weil da kommen Fensterscheiben dann rein. So. Was? Schon wieder leer? Das ganze Slapback leer? 300.000? Och, du Kacke, ey. Ist aber schön heftig, was der hier braucht, ne? Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Werkzeug vielleicht? Ne, wir haben unser ganzes Inventar ja drüben bei der Quarry. Das habe ich ganz vergessen, wieder mitnehmen. Wenn wir unbedingt dann wieder mitnehmen. Hier ist ziemlich dunkel, würde ich mal sagen. Mal ein bisschen Licht, damit wir ein bisschen was sehen. Wir können eigentlich auch unser Nachtlicht einschalten, das würde auch reichen. Aber dann spawnen ja trotzdem die Monster und das wollen wir nicht. Ja, hier wird dann unser kleines Lager werden. Wir fallen nach unten, weil wir kein Jetpack aufhaben. So, na komm rauf hier. Wir müssen aufladen und es regnet wie aus Eimern. Das mache ich auch nicht. Das heißt, wir müssen uns auch mal ein Ultimate Labpack oder sowas machen, weil mit denen ja kommt man nicht wirklich weit, meiner Meinung nach. Und eine Ladestation wollten wir auch schon ewig bauen, ne? Ja. Es dauert halt alles, ne? Hier haben wir so ein Ultimate Labpack. Das wäre genau ideal für uns. Ein Labpack, Labatronkristall und so ein Superconductor und ein Iridium Blade. Ist nicht gerade teuer, ne? Das können wir uns ohne weiteres leisten. Und da haben wir dann 100 Millionen, oder? Ne, 10 Millionen. Reicht. So, hier haben wir auch schon sowas. Lapis kommen. Bei einem Advanced Labpack würde auch schon fast reichen. Aber hier brauchen wir ein normales Labpack oder Advanced. Ist egal. Nachdem wir normales haben, werden wir das gleich mit dem normalen craften. Weil der braucht schon was an Energie, ne? So, mach mal hin da. Wir wollen heute noch ran. So, dann haben wir gleich mal wieder zweimal Charcoal rein. Das auch immer wieder haben, weil die Lokomotive fährt ja nicht ohne Energie. Fährt nicht mit Luft, leider. Ist schade, aber ist so. So, wo waren wir? Da hinten irgendwo, ne? Genau, hier mit dem Berg rein. Könnten das mit denen auch aushöhlen, aber das dauert halt etwas länger, deswegen nehmen wir mal die schnellere Art und Weise. Bisschen.
Wie gesagt, das mache ich dann offline etwas schöner. So. Hätte ich eigentlich auch schon offline anfangen können, wollte ich aber nicht, weil ich noch nicht wusste, wo eigentlich. Es war jetzt eigentlich so ein spontan. Spontan, sag mal dazu. Ja, Gedanke, dass wir das einfach hier hinbauen. Das war nicht unbedingt geplant. So, hier noch ein bisschen weg, du noch weg. Bisschen so eckig machen. Und das Lager braucht man nicht. Ja, den Boden müssen wir auch hier noch raus. Also, oh, zu tief gefallen. So. Das heißt, hier muss noch eine Reihe raus, weil da kommt dann ein schöner Boden rein. Zack. Aber ihr seht, der braucht dieses Ja, keine Ahnung. Futzkissen, Eisenhaus oder wie auch immer, dass sich das nennt. Braucht ziemlich viel Energie. Und hier spawnen wahrscheinlich schon wieder die Monster, oder? Nee, noch nicht. Aber es ist dunkel, das heißt, wir schalten mal. So. So. Hier das Licht ein. Da kann dunkel sein, so viel es will. Wir haben immer Licht. Wir sehen immer alles. Natürlich werden hier die Monster spawnen, aber juckt uns eigentlich auch nicht. So. Boden da, was legen wir denn als Boden rein? Ich glaube, wir haben hier unseren Mutorderrahmen dabei. Da legen wir hier ein paar Stone Slabs rein. Und zwar mal 3 Stacks. So. Dann legen wir uns hier gleich eine Kiste an irgendwo. Am besten machen wir hier mal eine Reihe von diesen Steinen rein. Platzieren die Kiste gleich hier, dass wir hier ein paar Rohstoffe schon rein tun, die wir so in Inventar rum haben, damit wir einfach Platz haben. So. Und dann schön den Boden reinziehen hier. So, zack. Und da werden wir dann schön mit, ja, konventionellen Pipes und so arbeiten, also nicht mit der Platinagistik. Dass wir hier ein bisschen, ja, einfach verschiedene Arten von den Mods verwenden. Ja, was gibt's noch zu sagen? Am Samstag startet wieder ein Spiel von diesen Ranched. Also, das haben wir wieder eine Runde, starten wir. Wer dabei sein will, beziehungsweise zuschauen will, soll sich einfach in Form erkundigen. Da ist dann die IP und alles. Steht da drin, also wer da zuschauen will oder vielleicht das nächste Mal teilnehmen will. Dieses Mal sind schon 4 Teilnehmer, die sich gemeldet haben. Für das nächste Mal könnt ihr euch auch melden, einfach im Forum, gibt einen Beitrag dazu. Da wird dann immer gepostet, wann das nächste Spiel startet. Wie gesagt, das nächste startet am Samstag. Das müsste der 25. sein, wenn ich mich nicht täusche. Ah, ich glaube, ist ja egal, auf alle Fälle Samstag, diesen Samstag, den da jetzt kommt, in dieser Woche. Also, wie gesagt, einfach mal in Form vorbeischauen. Dort sind die ganzen Links. Welche Voraussetzungen ihr braucht, also für das Modpack und so, ist auch alles verlinkt. Einfach mal reinschauen. Freut uns immer wieder. Der Server hat so viele Slots, wie wir brauchen. Denn das läuft alles auf den Root-Server. Da, ja, gibt es keine Begrenzung nach oben von den Slots her. Ja, schaut schon relativ gut aus hier. Ein bisschen durchlöchert, aber es nimmt Form an. Sagen wir mal so. Und ich habe auch gemerkt, seit über einem Jahr, also ein Jahr und dann, ich glaube einer Woche, mache ich jetzt schon YouTube-Videos. Also auch schon ziemlich lange, wundert mich selbst, dass es schon so lange her ist. Habe ich ganz verschwitzt, eigentlich wollte ich ein Special machen, aber ja, nachdem ich schon verschwitzt habe, ist eigentlich schon zu spät, um ein Special zu machen. Die Frage ist, was mache ich zum Beispiel bei einem 100-Video-Special von Minecraft her, von dieser Staffel? Was soll ich da machen? Als Special. So, jetzt irgendwie backen wir hier rum. So, weg da. Hallo? Lass mich in Frieden, ich hab dir nichts getan. Sonst hole ich deine Mami. Ich verpetz dich. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich machen soll im Special. Oder was ich damit machen soll. Soll ich irgendeine Verlosung machen oder keine Ahnung. Vielleicht habt ihr Idee, schreibt sie mir einfach in die Kommentare oder als Nachricht oder weiß ich nicht. Postet es auf Facebook oder auf Twitter oder schreibt es mir im Forum, ist mir eigentlich relativ egal, aber schreibt was.
Wenn du nur schreibst Furzpiep oder sowas, ist mir auch egal. Nee, Scherz. Ich sollte schon wirkliche Ideen haben, was ich machen könnte oder sollte oder was ihr gern hättet. Bin mal gespannt, was ihr so schreibt. Warum spacken wir die ganze Zeit rum? Mal kurz disconnecten und neu connecten, vielleicht dann. Ah, hier ist ein Block oder zwei, besser gesagt. Es ist öfter so. So, jetzt verlieren wir die Nachtsicht, warum auch immer. Okay, er übernimmt wieder ein neues, passt. Und jetzt ist er auch leer, das heißt, wir brauchen unsere schöne Hand. Nehmen mal die Hand. Geht ja einfacher, ne? Eigentlich sollte das ja fürs Lager schon mal reichen, ne? Oder nee, wisst ihr was? Hier vorne bauen wir so ein bisschen eine. Ja, so einen Raum, wo wir ein bisschen uns vergnügen und so. Also Aufenthaltsraum. Nicht so vergnügen, wie sich manche jetzt denken werden. Also ein bisschen mit Couch und so. Eine kleine, ja, Bergwohnung. Weil wir haben ja hier den guten Mod drauf. Wie nennt sich der da? Die ganzen Stühle und so drin sein, dass wir das auch mal verwenden und ein bisschen intrigieren. Intrigieren. Weil wie auch immer, ist ja egal. Da hier ein schönes Bad, ein Couch, ein Waschraum und so können wir uns mal bauen, damit wir uns mal waschen können. Wir schauen ja ziemlich schon dreckig aus, was wir hier schon alles in der Erde rumgebuddelt haben. Da müssen wir ja schon dampfen vor lauter Dreck. Also ich möchte uns nicht begegnen. Wahrscheinlich widerlich. Aber egal. Ist ja zum Glück nur ein Spiel. So, wir haben keine Rohstoffe mehr hier. Finde ich doof. So, drei haben wir hier noch. So. Unsere erste Wand steht. Schon mal anfangen. Hier vorne kommt das noch raus, damit wir hier schön Glas rein tun. Okay, hier wird es immer dicker und dicker und dicker. Schauen wir mal, können wir hier den Berg ein bisschen abtragen? Damit es nicht so schlimm ausschaut, die Wand. Weg da mit dem Berg. Wer braucht schon einen Berg, ey? Den kann man einfach abtragen. Ah, es geht schon. Haben wir schon ein bisschen hier Platz. So, du weg, du weg, du weg. Dann schaut das ein bisschen gewollt aus. Und hier noch eine Reihe weg. Ja, einmal müsste hier noch weg da. Mindestens so. Hier vorne auch noch ein bisschen so. Nach unten abgestuft sozusagen. So. Schaut das alles so ein, ja, natürlicher aus. So, hier das auch. So. Und hier ein bisschen unterfuttern mit Dirt. Damit hier ja so halbwegs schön ausschaut. So, zack, 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 zack. Gut, für Stein. Schaut ja mal schon nicht schlecht aus am Anfang. So eine kleine Höhle im Berg. Oder später hoffentlich mal ein schönes Lager. Beziehungsweise eine Verarbeitungsstätte. Wir werden hier auch die Erze und so gleich verarbeiten, so wie wir eigentlich schon drüben in unseren Häusern haben. Nur machen wir das hier auf alte Art und Weise. Schauen wir uns das Ganze mal von Weitem aus. Sieht man eigentlich gar nicht wirklich, ne? Wenn der Stein hier unten nicht wäre, dann würde man gar nicht sehen, dass da hinten irgendwie wirklich was verbaut ist. Schaut auch gut aus, das ist so getarnt ein bisschen. Gehen wir mal schnell zwischendurch schlafen. Wirst du schlafen gehen? Ich befehle es dir. Geh schlafen. Dann werden wir noch schnell kurz ein paar Steine holen hier. Oder wir, nee, wir schalten noch mal kurz den Crow ein, damit ihr die noch mal in aktiven seht. So. Alles weg. Zack, eingeschalten. Der wird hier gleich umspringen und wird gleich anfangen, die Mining-Welt zu platzieren und so weiter. So wie wir das schon können, kennen. Ich werde dann auch mal das Computerprogramm zum Download stellen. Ich werde es aber vorher noch ein bisschen überarbeiten. Dass das Ganze auch auf dem Monitor läuft, also schöne Ausgabe auf dem Monitor, weil ich will auch hier einen Monitor haben, wo man dann sieht, was gerade passiert.
Ja, und hier zu sehen, wenn wir das drücken. So. Also, wenn er die platziert hat, die Seite geht dann eins nach unten, weil hier hinten die Ender-Chests versteckt sind, wo dann die Items reingelagert werden. Und hier haben wir unser schönes Inventar, was wir mal aufnehmen könnten. Beziehungsweise halt, was wir brauchen. Das können wir alles mal da lassen. Die Kiste geht eh mal mit, das ist egal. So, jetzt hat er sie abgebaut. Wieder nach oben geschoben. Eins vorgerückt. Jetzt platziert er sie dann gleich wieder. Nach, ich glaube, 10 Sekunden. Oder so möchte ich sie wieder platzieren. Die Energie bekommen wir von unserem großen Generator, genau. Jetzt schiebt er das Eis nach unten, damit die Kisten wieder an den connecten. Denn vorher connectet hier ja diese Deployer. Ah, okay, das war natürlich doof, wenn wir das hier so eingestellt haben. Und der buddelt sich wieder nach unten. Bis zum Bedrock müsste er auch buddeln. Und hat unsere schönen Diamanten natürlich auch mitgenommen, ja. So, wie schaut es hier eigentlich aus? Hier rennt er von drin raus, ne? Dann können wir hier eigentlich... Na komm, geh rauf hier. Schön dicht machen, dann rennt es hier nicht mehr raus. Hey, was soll das? So, und hier nochmal. Dann ist ja Schluss mit diesem Wassergedönse hier. Und ich sehe schon was hier in den Blickwinkel. Ein paar Diamanten, die wir uns jetzt gleich krallen werden. Und damit unser Super Mining Drill. Weil da bekommen wir mehr raus. Oder auch nicht. Oh, und ich denke mal, so werden wir jetzt dann einige Rohstoffe bekommen wieder. Jede Menge Kohle, Retzen und so. Nur wie gesagt, ich will das nicht in unser System haben. Sondern der soll also das gefälligst dann schön extra sortieren und alles, was gleich Müll ist, in den Mülleimer. So, zack. Da, du auch aus. Und wir gehen nach Haus. Schauen uns die... Ah, ich habe mein Fragment of Diamonds. Also ein Diamantstück sozusagen. Und hier kommen ja unsere schönen Items an. Wir werden gleich einsortiert durch unsere zwei Importpässe. Gut, und hier sehen wir auch immer, was schön passiert. Jetzt wird die Moneywell abgebaut und dann wahrscheinlich beendet. Ja, somit in diesem Sinne beende ich jetzt auch diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ich werde offline hier nochmal raus ein Stückchen an unseren Häusern hier hinten bauen, beziehungsweise mal alles durchlöchern an dem Berg. Hier ist ziemlich dunkel drin. Ausleuchten, vorne eine schöne Glaswand reinziehen, damit wir das nächste Mal dann gleich weiterbauen können. Gut, also ciao. Wie gesagt, am Samstag findet das Rennspiel statt. Wer dabei sein will, einfach im Forum nachlesen. Da steht alles drin. Und ich wünsche euch viel Spaß. Also ciao, bis dann.